Liebe Zuschauer, haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie die Regionalsendungen, die Sie tagtäglich sehen, entstehen? Ja? Denn genau das werden Sie jetzt erfahren. Jeder Tag beginnt mit einer Teambesprechung, in der die anstehenden Termine und die Themen für die Nachrichtensendung besprochen und ausgewählt werden. Erst einmal müssen natürlich die Beiträge wie dieses Interview aus der Seigerhütte Olbernhau produziert werden. Und auf der anderen Seite die Geschichte einer Region, wo es nicht nur strengen Winter gibt, sondern auch wahnsinnig spannende Dinge, die im strengen Winter in der Stube gebastelt werden. Nach dem Dreh muss das Videomaterial am Schnittplatz gesichtet und bearbeitet werden. Zur selben Zeit werden in der Redaktion Informationen gesammelt, um die Texte für die aktuelle Sendung zu schreiben. Sobald alles vorbereitet ist, wird es Zeit, dass das Licht aufleuchtet. Dann zeichnen unsere Nachrichtensprecher die Moderation im Studio auf. Mit Geschwindigkeiten um die 12 km pro Stunde aus Richtung Nordwesten. Und die Tage drauf wechselt das Wetter eher. Sollte Ihnen dieser Anblick etwas ungewohnt erscheinen, seien Sie unbesorgt. Mit ein paar Handgriffen verwandeln wir am Computer den sogenannten Greenscreen in das gewohnte Studio. Jetzt werden die Puzzleteile im Schnittprogramm zusammengefügt und so entsteht die fertige Nachrichtensendung. Doch damit ist es noch nicht getan. Bevor die Sendung bei Ihnen auf dem Fernseher oder Monitor sichtbar ist, bedarf es noch einiger Schritte. Zunächst muss der Computer die zusammengestellten Beiträge und Moderationen verarbeiten, Rendern genannt, sodass daraus ein vollständiges Video wird. Dies kann je nach Größe der Sendung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ist das geschafft, müssen die Sendungen noch an jede einzelne der über 30 Kopfstationen in unserem Sendegebiet verschickt werden. Und nun, liebe Zuschauer, wünschen wir gute Unterhaltung.